Hallo, Tayo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Suchen. Wo habe ich sie verloren? Es ist zu dunkel, um was zu sehen. Oh, ist ein Geist! Hilfe! Hilfe, Hilfe! Ich fliege! Was ist passiert? Mein Freund, der Dinosaurier, Teil 1. Da drüben können wir die kleinen Busse sehen, die gerade aus dem Vergnügungspark kommen. Wow, das war ein Spaß. Lasst uns morgen wieder hin. Ja, gern. Leute, guck mal da oben. Wo denn? Was? Hä? Was soll denn da sein? Komisch, ich dachte, ich habe da gerade noch ein helles Licht gesehen. Da hast du dich wohl geirrt. Da war was, ich bin doch nicht doof. Lasst uns mal genauer nachsehen. Tayo! Kommt schon. War das hier irgendwo? Tayo, lass uns wieder zurückfahren. Ja, es ist doch schon dunkel. Wir sind fast da, nur noch ein bisschen weiter. Es muss hier irgendwo sein. Vielleicht hier lang? Hey, hier gibt's gar keine Straße mehr. Ich bin sicher, das Licht war irgendwo hier. Tayo! Alles okay? Ja. Leute, kommt schnell her! Hier drüben! Wow! Das ist eine Höhle! Wie cool! Ich bin mir sicher, dass das Licht von hier kam. Rein mit uns! Nein, nein, ich find's unheimlich! Ich hab Angst! Gibt's da Geister? Du wolltest unbedingt hierher, also gehst du als Erster. Ich soll allein? Aber allein ist es unheimlich. Du hast auch Angst, richtig? Nein, hab ich überhaupt gar nicht. Gut, dann gehe ich eben als Erster. Tayo! Ich hab solche Angst. Wieso bist du denn schon wieder zurück? Ich glaube, da ist gar nichts drin. Echt? Lasst uns nach Hause fahren. Hey, ich warte auf mich, Tayo. Tayo! Beeilung! Mir nicht so schnell, Leute! Aber Tayo, was glaubst du denn, hast du vorhin dort gesehen? Ich bin mir sicher, da war gar nichts. Ich bin mir nicht so sicher. Aber Tayo, wo ist denn deine Schulmarke? Wo ist sie? Wahrscheinlich hast du sie eben in der Höhle verloren. Hab ich das? Du solltest zurück zur Höhle fahren und nachsehen. Allein? Wir müssen morgen früh wieder arbeiten. Kommt! Bis später, Tayo! Okay, bis später. Ich schaff das schon. Letztendlich muss Tayo allein zurück in die Höhle, um seine Schulmarke zu suchen. Wo hab ich sie verloren? Es ist zu dunkel, um was zu sehen. Da ist ein Geist! Hilfe! Hilfe, Hilfe! Ich fliege! Was ist passiert? Der sehr verängstigte Tayo kehrt in die Garage zurück. Tayo, du
bist schon zurück? Hast du deine Schulmarke gefunden? Tayo, was ist passiert? In der Höhle war... Ein was? Da war ein Monster in der Höhle. Monster? Klar doch. Ja, es stimmt. Ein Monster, das aussah wie ein Dinosaurier, hat mich in den Himmel gehoben. Tayo, hör auf mit dem Blödsinn. Es stimmt aber. Meine Marke flog auch im Himmel herum. Und wo ist dann deine Marke jetzt? Tayo, hast du geträumt? Was? Gani, du glaubst mir auch nicht? Och, ich bin müde. Ja, lasst uns jetzt schlafen. Gute Nacht. Und ich hab doch ein Monster gesehen. Tayo, der kleine Bus. Am nächsten Tag fahren die kleinen Busse wieder zur Höhle am Berg. Auch wenn ihr Angst habt, dürft ihr mich nicht allein lassen. Klar doch. Ich bin ja auch kein verängstigtes Mäuschen wie du. Was? Bin ich gar nicht. Ja, hier ist alles in Ordnung. Hier kommen wir nicht durch. Es ist abgesperrt. Kinder? Ja? Hier ist es gefährlich. Ab nach Hause. Okay. Seht ihr? Hab ich doch gesagt. Ich bin mir sicher, dass sie hier sind, wegen des Monsters. Tayo könnte recht haben. Könnte sein. Hey, was ist das denn? Was? Oh, da fliegt eine Schulmarke. Das Monster ist zurück. Was? Was? Tayo, was passiert da? Leute, wartet mal! Er scheint freundlich zu sein. Er hat Tayos Marke zurückgebracht. Wolltest du mir das bringen? Danke. Ich glaube, er versteht uns. Mein Name ist Tayo. Wo wohnst du denn? Zeigt er auf die Höhle? Hier drüben haben wir noch nicht gesehen. Ist es wirklich ein Dinosaurier? Ja, ist es. Was hat er? Hi, Kinder! Hallo! Habt ihr vielleicht ein Dinosaurier gesehen? Dinosaurier? Ja, jemand hat ein Dinosaurier in dieser Gegend gesehen. Ich glaube, hier ist er nicht. Wirklich? Und warum seid ihr auf der Suche nach ihm? Was passiert, wenn ihr den Dinosaurier findet? Es ist ein seltenes Tier und wir würden an ihm forschen. Es könnte gefährlich sein, darum müssen wir es wegschließen. Was, wegschließen? Wir haben es nicht gesehen. Okay, wenn ihr ihn seht, gebt bitte Bescheid. Lass uns da drüben weitersuchen. Tayo, warum hast du wegen des Dinosauriers gelogen? Hätte ich die Wahrheit gesagt, hätten sie ihn doch mitgenommen. Ja. Na, dann lasst uns den Dinosaurier verstecken. Das ist eine gute Idee. Ja. Ich auch. Dinosaurier, wir passen auf dich auf. Ja. Kommst du mit? Gau! Die kleinen Busse kehren mit dem Dinosaurier zur Garage zurück. Es ist so süß. Sollen wir dem Dino einen Namen geben? Ja. Wie wollen wir ihn nennen? Wie wär's mit Tino? Tino? Ja, er sieht aus wie ein Tyrannosaurus, den ich im Fernsehen gesehen habe. Das passt gut zu ihm. Oh ja. Ab jetzt nennen wir dich Tino, einverstanden? Ich glaube, Tino gefällt das. Moni! Hier versteckst du dich. Mogi, hast du aufgeräumt, bevor du spielen gegangen bist? Aufgeräumt? Fahr mal zur Seite, damit ich das überprüfen kann. Kannst du nicht ein wenig später kommen? Mogi, du hast nicht aufgeräumt, oder? Also, fahr zur Seite. Anna, ich... Also los! Okay. Wow, super gemacht, Rogi. Was?
Du hast ja alles aufgeräumt. Warum wolltest du mir das denn nicht zeigen? Es ist doch super sauber. Ich dachte, du wärst dann zu geschockt darum. Oh, Rogi. Viel Spaß euch noch. Was war das denn? Wow! Was? Warst du das etwa? Ich danke dir so sehr, Tino. Du bist der Beste. Am nächsten Tag spielen Tayo und Tino in der Garage. Das fühlt sich super an. Du, Tino! Wow! Wo ist denn mein Donut hin? Nein, Tino, du sollst doch nicht zaubern! Hey! Tayo und Tino sind schnell Freunde geworden. Doch die Forscher, die nach dem Dinosaurier gesucht haben, sind ihnen auf der Spur. Ich habe einen Fußabdruck entdeckt. Was? Wo ist er nur hin? Da ist ein Reifenabdruck. Ich werde herausfinden, wessen Reifen das ist.